Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und es geht schon los, Mist. Ich wollte eigentlich noch ein, zwei Sachen sagen. Erzählt er jetzt noch was oder darf ich schon? Darf ich? Gut, ich wollte mich gleich entschuldigen, denn ja, das Szenario der letzten Woche, ich glaube das ist die letzte Grenze oder wie ist die, konnte ich natürlich nicht spielen, weil ich keine Stufe 7 Schiffe der Alliierten habe. Und ich habe zwar die britische Danae hochgespielt, aber es ist halt nur ein Stufe 4 Schiff. Und bin jetzt bei der, wie hieße, Emerald. Aber da bin ich auch erst seit Stufe 5 Schiff. Und ich habe die jetzt auch zwar so weit hochgespielt, aber ich brauche noch 34.000 für das nächste Schiff. 34.000 Erfahrungspunkte. Und ja, das hätte ich letzte Woche nicht geschafft. Dann muss ich ja immer noch das Stufe 7 Schiff hochkriegen. Oder gar nicht, dann habe ich ja Stufe 6 und dann muss ich das Stufe 6 Schiff hochleveln. Naja, so, unsere Hauptaufgabe ist erstmal zerstören sie 6 gegnerische Schiffe bei der Basis. Zerstören wir, die sollen alle Küstenanlagen zerstören, 2 haben wir schon. Und dann zerstören wir alle Kriegsschiffe. Und dann denke ich mal, kriegen wir dann noch irgendwie. Kommt bestimmt noch Feinde, es wird bestimmt nicht alles sein. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Wir kriegen noch bestimmt noch Verstärkung oder so. Entweder über Wasser, Luft oder über Wasser. Oder beides. Aufgeklärt. Was habe ich denn aufgeklärt? Oh, wir haben was aufgeklärt. Da. Was haben wir für Reichweiten in dem Schiff? Ich habe es noch nicht so häufig gespielt. 15 Kilometer, 6 Kilometer für die Torpedos. So, jetzt nicht so viel. Danke. Wir müssen noch einen Tuck weiter rum. Schade, ich dachte, er dreht sich schneller. So, gleich auf die Küstenanlage. Da haben wir Glück gehabt. Wir wechseln die Munition. Was war unsere Kollege? Oh! Das ist die Küstenanlage. Die wechseln wir noch nicht. Dreckige Küstenanlage. Jetzt kriegen wir gut einen ab hier. Stirb doch mal! Scheiß Bunker. Schießt daneben, das ist mein Problem. Jetzt fangen wir die mal ab, das sind die Hilfsschiffe.
Torpedoreichweite wäre eigentlich ganz cool. Auf die Küstenanlage. So. Ich glaube, mit Brandmunition geht das besser, würde ich sagen. Wenn sie einfach nur wollen. Behaupte ich einfach mal. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Die Bunker. Ich weiß nicht, ob ich da auch vielleicht diese Munition benutzen sollte. Oder ob da vielleicht auch die Panzerbrechende besser ist. Weil die Gebäude gingen ja gerade pretty easy. So, da kommen die Hilfsschiffe. Und hauen die ab. Wir wechseln erstmal die Munition. Keine Torpedos drauf geballert. Der Bad Johnny. Drehen wir uns da mal in die Richtung. Wenn der sich nicht traut, dann machen wir das. Kommt der überhaupt was an? Na scheiße, Verstärkung. Ja, Flugzeugträger? Zwei sogar. Zwei Flugzeugträger müssen wir zerstören. Und Verstärkungen, so. Erstmal einen Schluck Kaffee. Ziehen sich mit mindestens der Hälfte der operativen Schiffe zum gekennzeichneten Bereich. Gekennzeichnet. Mensch. Wo ist. Oh, da. Okay, bin ich ja schon quasi auf dem Weg. Warum sind da rechts oben noch Küstenanlagen, bitte? Lassen Sie die gegnerische Verstärkung nicht in den Hafen. Zerstören Sie die erste und zweite Verstärkungsgruppe des Gegners. 0 von 4. Sind es insgesamt dann nur 4 Schiffe Verstärkung oder pro Welle 4 Schiffe? Ah, diese Flugzeugträger. Wir haben noch alle Leute. Wir haben auch einen Flugzeugträger. Haben wir gar nicht geguckt. Wir haben einen Zerstörer. Ein Schlachtschiff, der Rest sind Kreuzer. Und das Schlachtschiff ist da hinten am Rand. Gut. So, das waren jetzt mal Sekundärbatterie, 4,5 Kilometer. Nochmal ein Stock Kaffee. Die beste Flak hat 4 Kilometer Reichweite, Erkennbarkeit zu Wasser 12,6. Okay. Ich hoffe, der Bad Johnny fährt mal langsam da mal. Ach, das ist auch schon fast eine Geschichte. Bratwurst Bob. Was für ein geiler Name. Was? Und ich heiße nur Heinrich der Löwe. Voll lame.
Ich bin echt neidisch, was manchmal so Leute für einen Namen haben. Das ist echt cool. Echt kreativ. Ich bin da echt unkreativ, was Namen angeht. Ich hasse das. Aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Greifen Sie die gegnerischen Flugzeuge an! Bratwurst, Bob. Ich bin zwar nicht so der Bratwurst-Fan. Ich stehe eher auf ganz normales, schöne, gegrilltes Fleisch. So ein, zwei Bratwürste gehen auch noch, aber... Am besten die mit Käse gefüllt, die sind ganz lecker. Fragt mich aber nicht von welcher Firma. Keine Ahnung. Ich kaufe nicht ein, das macht meine bessere Hälfte. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem mit dieser scheiß Insel. Fahren wir hin. Unterstützen wir den anderen Bud Johnny. Ja, fahren wir zu dem anderen Bud Johnny. Unsere Norme, die sieht gar nicht gut aus. Shit, shit. So, jetzt haben wir aber erstmal ein Problem. Wir müssen nämlich diesen Zerstörer loswerden. Die Wakatake. Mist. Mal ein bisschen Hintern rum. Ja, kam was an. Ich hätte es nicht gedacht, aber hey. Kein Volltreffer, scheiße. Jetzt aber, komm. Yeah! Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Das war die Wakatake. So, wir gehen in den Nahkampf über. Bullberg. Ich hätte Torpedos. Scheiß Schiffe. Flugzeugträger. Wie weit ist denn der? Katapultjäger in der Luft. Das wird ein Spaß. Wir haben maximal 15 Kilometer. Ja, mit dem holen wir uns. Ganz einfach. Los, alles, was wir haben. Energie. So. Vielleicht fackeln wir noch den erstmal ab, so ein bisschen. Wenn er erstmal ein bisschen brennt, ist ja auch gut. Harte Munition. Das sind gleich die Torpedo-Reichweite. Torpedos scharf machen. Raus. Ah, fuck. Hätte er nicht eine Sekunde warten können? Was ist das überhaupt? In Rio, okay. Er warnet in Rio. Weiter. Wir haben einen Gegner.
Verstärkung? Fuck you! Das ist aber eine Verstärkung, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe. Scheiße, Alter. Scheiße. Alter Schwede, den habe ich nicht mitgekriegt. Kommt der da einfach rein? Ich glaube, mein Schwein hustet. Alter Schwede, ist der andere Zerstörer weg? Boah, hätte der Top, wenn das ein Spieler gewesen wäre, der hätte sofort Torpedos geballert. Da haben wir Glück gehabt, dass es eine KI war und die gnädig zu uns war. Also wenn das ein Spieler gewesen wäre, wir hätten keine Chance gehabt, wir wären weg. Das Problem ist, wir haben noch so viele Gegner und irgendwo, wir haben noch eine Küstenanlage. Lassen Sie die gegnerischen Verstärkungen nicht in den Hafen. Okay, wir haben unser Schlachtschiff verloren. Der Bud Johnny da hinten steht noch. Wir schaffen es nicht, glaube ich, zu dem Punkt in 2 Minuten. Das schaffen wir nicht. Wir können vielleicht noch den König zerstören. Escape? Go to Cap. Keine Ahnung, was wir meinen. Scheiße. Wenn jetzt die Zeit abläuft und wir jetzt sie verlieren, dann kotze ich. Greifen Sie die Küstenanlagen an. Welche Küstenanlage? Tut mir leid, ich weiß nicht welche. Verloren. Alter, ich sehe die Küstenanlage nicht. Fuck, Alter. Haben wir jetzt echt verloren? Warum? Was ist denn? Nebenaufgaben. Ach, ist doch vielleicht jemand eingedrungen? Wir haben alle Küstenanlage, wir haben die Behilfsschiffe. Oder wir sind nicht rechtzeitig zum Punkt gekommen. Was ist der Fehler? Vor allem die Hälfte. Wir waren so verteilt. Oh. Hm. Hm. Ich wollte schon zwischendurch eigentlich sagen, dass es einfach wirkte, die Mission, aber jetzt im Nachhinein, gerade zum Ende, es kamen ja immer mehr Wellen, das waren ja nicht nur ein, zwei. Oder wir sollten zumindest die ersten 2 Wellen halten, wahrscheinlich. Warte mal. Zerstören Sie die erste und zweite Verstärkungsgruppe des Gegners. Das haben wir doch gemacht, es kam noch mehr als ein oder zweimal Verstärkung.
Lassen Sie keine gegnerische Verstärkung in Hafen. War das, hat man irgendwie mitten im Spiel immer gesagt, so, hey, ihr könnt jetzt die Hafenanlage verlassen? Nee, wir müssen nur zu irgendeinem Punkt noch fahren, habe ich verstanden. Oder habe ich das komplett verpeilt? Ich weiß es nicht. Ich werde es trotzdem hochladen, die Niederlage. Das wurmt mich schon wieder. Weil wir eigentlich gar nicht so schlecht waren, ne? Ein, zwei Schiffchen haben wir zerstört. Ein paar schöne Volltreffer kassiert. Na gut, aber Spaß macht's auf jeden Fall, allemal. Und wenn ihr das Szenario spielen wollt, ich glaube, dann halt wieder bis nächste Woche Donnerstag. Datum fragt mich jetzt nicht. Aber vielleicht 17. Nee, gar nicht 14. Naja, geil. Wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr wisst, was ich falsch gemacht habe, schreibt es in die Kommentare. Ich will es wissen. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt oder wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wäre ganz cool. Davon brauche ich noch jede Menge. So, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.